Ich liebe die Arcology. Die Arcology ist wirklich super. Ich hätte jetzt gerne, glaube ich, generell mal ein paar Spire Buildings. Mega Satellites. Launch Space Mirror. Launch Magnetic Shield. Oh, das sind alles so coole Sachen. Okay, wir kriegen hier unsere 8. Terraforming Tech. Die brauchen wir mal für unser Sponsor-Ziel. Super Fungus brauche ich nicht unbedingt, muss ich ehrlich sagen. Sterling Generator komme ich auch ohne aus. So. Atomic Accumulator. Wir wollen mal Riesenbatterien. Und dann, ja, ich glaube, wir wollen mal langsam so Sachen wie Behavioral Shaping. Arcologies. Und Medical Centers. Oh, dafür ist kein Platz mehr. Okay. Nehmen wir zuerst die Medical Centers. Die vergesse ich nämlich leichter. Die Arcologies vergesse ich nicht. Dafür mag ich sie viel zu sehr. So, wir haben einen Unemployed. Gut, aber es gibt 38 offene Jobs, also ich kann dir. Und jede Menge Vacant Residency Slots. Wieso? Wieso wandern. Oh, hier wandern all diese Leute ab. Wahrscheinlich, um sich ausbilden zu lassen in einer von den Martian Universities. Okay. Ja, wichtig ist aber. Okay, du hast höchste Priorität. Ja, danke. Das dachte ich mir nämlich auch. Das ist das einzig Wichtige. Ansonsten können die Leute umziehen, wie sie wollen, aber wir dürfen nicht die Essensproduktion gefährden. Das ist das Einzige. Und hier heißt es nach wie vor not enough power. Ich meine, daran wird es nicht liegen, weil das würde er mir anders anzeigen. Aber ich verlege hier mal ein paar zusätzliche Kabel. Nur um ganz sicher zu gehen. Planetary Anomaly Analyzed. Okay, dafür haben wir auch Gene Selection bekommen. Damit bekommen unsere Leute mehr Rare Traits, wenn sie geboren werden, oder? Ja, will have or gain a Rare Trait. Passt. So, und jetzt können wir hier die Arcology hinten anschließen, wenn wir wollen. Aber vielleicht sollten wir uns zuerst auch noch die ganzen Terraforming Techs anschauen, die es hier noch gibt. Open Farms, Magnetic Field Generator, decreases the loss of atmosphere due to lack of magnetic field. Holy shit, ist das teuer. Improves the atmosphere of Mars by burning waste rock. Oh, das ist cool. Planting of bushes and trees in forestation plans. Gut, dafür reicht das Terraforming sicher noch nicht. Tourists pay more. Und wir haben diese Special Projects. Das ist leider alles sehr, sehr teuer, aber es sind coole Sachen dabei. So. Dann holen wir mal. Oh, du hast dich gar nicht bewegt. Ich wollte gerade sagen, holen wir mal dich zurück, aber du warst schon immer da. Gut, diese Infirmary funktioniert jetzt nicht mehr. Wir haben ein bisschen zu viel Residence Slots und ein bisschen zu wenig Leute dafür. Dadurch, dass wir das hier jetzt alles verknüpft haben, es gibt sehr, sehr viele Leute, die jetzt zum Beispiel. Ah, ich muss das fast zumachen. Wenn ich das zumache, würden sich die Leute wieder ein bisschen besser aufteilen und dann, ja, wäre das alles nicht so ein Problem. Aber hier haben wir mal auf jeden Fall noch 5 Leute dabei, die wir abliefern sollten. Und dann, glaube ich, müssen wir wirklich einfach schnell Leute einladen und von der Erde hierher schippern. Wir brauchen viele, 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 viele Leute. So, wir sind nämlich jetzt schon auf voller Capacity und ich frage mich, ob wir nicht vielleicht einfach mehr Batterien an unterschiedlichen Stellen brauchen, damit nicht quasi alles von denselben 2 oder 3 Batterien gezogen werden muss. Das ist sneaky. Bauen wir das mal so. Die übersehe ich fix. An die werde ich mich nie im Leben erinnern, dass ich die mal irgendwann gesetzt habe. Aber okay. So, kurzer Ressourcencheck. Hier läuft uns bald das Wasser aus, aber wir können uns hier nachsetzen, kein Problem. Wir machen hier mal eine Workshift zu. Auch wenn ich das eigentlich nicht will, weil das bedeutet, uns gehen die Leute aus. Wo hakeln alle meine Leute? Das gibt's doch nicht. Alle hier drin scheinbar. Und hier drin. Uncool. Na gut. Erstens mal Passenger Rocket.
Hier sollte jetzt mal auf jeden Fall der Typ dabei sein, der ein Genius ist. Okay, ist er aber nicht. Gut, dann schauen wir uns mal kurz unsere Filter an. Wir haben zwei Genies und die werden beide ausgeschlossen. Okay, wieso? Ich lasse ab jetzt auch mal wieder Middle-Aged zu. Okay, noch immer 0 von 2 Genies. Ja, dann müssen sie leider einen Flaw haben, der mir nicht gefällt. Also sie sind nicht beide Trinker. Sie haben auch beide keine Chronic Condition. Ich meine, es ist ein bisschen anstrengend, sich jetzt so hier durchzuhauen, aber schauen wir mal. Ich würde es nur interessieren, was die beiden haben, das sie ausschließt. Oder natürlich, sie sind beide alt. Aber ehrlich gesagt, selbst wenn sie... Nein, okay, zum Glück nicht. Weil selbst wenn sie Genius wären als Seniors, hätte ich sie eigentlich eh nicht so gerne gehabt. Sind sie Genius und Lazy? Das ist doch eine seltsame Kombination. Also zumindest einer von ihnen ist Lazy. Das Problem ist halt, Lazy bedeutet einfach... Ja, sie sind einfach schlecht in allem und deswegen will ich die normalerweise auch nicht. Ist einer von euch ein Genius und ein Idiot? Nein. Ich weiß schon langsam hier, was es sein kann. Nehmen wir mal alle raus. What? Oh, ist einer von euch ein Genius und ein Officer? Ist einer von euch ein Genius und ein Tourist? Ja, einer von euch ist ein Genius und ein Tourist. Okay, gut, passt. Ist mir wurscht, weil Tourist will ich nicht. Tourist sind auch fucking nutzlos. Wieso würdest du überhaupt ein Genius und ein Tourist sein? So, also, wenn wir alles hier raushauen, verlieren wir auch unsere beiden Geniuses, weil wir festgestellt haben, einer davon ist lazy. Whoops. Na gut. Dann lasse ich Lazy jetzt mal zu. Und suchen wir jetzt mal kurz den Genius. Genius, okay, da ist er. Passt. Und wir haben wir sonst einen anderen Lazy-Typen drin? Du bist lazy, okay. Dann kicke ich jetzt nämlich einfach per Hand die Leute, die lazy sind. Du bist lazy. Und du bist ein Officer. Und ich hätte lieber... Ich hätte lieber euch beide. Einen Geologist, der ein Party Animal ist und ein Scientist, der ein Gamer ist. Und dann sage ich Launch. Passt. Und damit ich das in Zukunft nicht vergesse. Okay. Ugh. Ich muss dran denken, dass ich das wieder umstelle, dass ich jetzt zurzeit Lazy Leute erlaube, was ich aber eigentlich nicht will. Gut, Planetary Anomalies sind alle fertig. Passt. Wir produzieren eigentlich so viel, wir könnten mal eine Runde Rare Metals zur Erde tragen, aber die Sache ist, ich muss zurzeit eigentlich auch nichts von der Erde kaufen, also relativ wurscht. Lassen wir dich lieber hier runter und das anschauen. Oh, okay, passt. Traveling to Earth. Ich war kurz verwirrt, wo eine von meinen...
Wieso immer die? So, also ihr werdet jetzt zumindest mal aufgeladen. Das ist mehr oder weniger auch nicht an den restlichen Grid angeschlossen, obwohl ich glaube, dass das wurscht ist. Aber ich weiß echt schon keinen anderen Ausweg mehr. Also lege ich das jetzt auch einfach mal so. Ist mir wurscht. India. 50 Concrete für 115 Food wäre an sich nicht so schlecht. Weil wir jetzt eh gerade irgendwie ein bisschen einen aus Versehen ausgelösten Food-Engpass haben. Und Concrete haben wir mehr als genug. Da müssen wir nur warten, bis die eine Rakete zurück ist, die unsere neuen Leute bringt. Okay, Deep Scanning, Fuel Extractors, beides schön. Dann nach Hause mit euch wieder. Ich meine, solange man nicht dran denkt, dass das alles irgendwie nur grindige Flechten sind, schaut das echt schon ziemlich schön aus. So, ab welchem Punkt schmilzt das Wasser? Das wäre die nächste große Frage. Vielleicht bei 20%. Schauen wir mal. Wir haben hier natürlich auch noch einen Haufen neuer Milestones. Für Plant a Tree on a Surface on Mars zum Beispiel. Oder die ersten Rainfalls. Und was haben wir hier eigentlich noch? Ah ja, genau, wir brauchen noch immer unsere achte Terraforming Tech, die wir, glaube ich, gerade erforschen, oder? Ja, perfekt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, das hält noch ein bisschen. So, dann lande ich euch mal hier. Ich meine, ihr könnt ja leider herumziehen, wie ihr wollt, aber ich glaube, hier mal zu crashen bringt euch näher dorthin, wo ich euch jetzt mal brauche. Gut. Okay, hier sind noch immer jede Menge Leute in den Universities, was an sich auch gut ist. Nur, wie gesagt, ich habe ein bisschen halt meine Beschäftigungsrate damit gecrashed. Passt. Genius, Survivor, Lazy. Gut, wir werden dich anpinnen. Und dann sagen wir dir eigentlich 2. Rakete ist Zaus. Passt, dann werden wir hier gleich den Filter neu setzen. Und sagen wir mal, alles weg. Haben wir noch immer 18. Okay. Einige Leute, die Officer sind, einige Leute ohne Specialization. Aber insgesamt nicht so schlecht. Gibt es einzelne Flaws, die uns relativ egal sind? Hypochondriac ist nicht so schlecht. Oder nicht so schlimm, sagen wir mal. Ein Dome über 30. Die beiden sind auch nicht so schlimm. Apply. Passt, dann haben wir nämlich ein paar mehr spezialisierte Leute. Sage ich auch hier gleich Launch. So, und wir sagen Indien, dass wir euren Trade wollen. Passt. Refueling, send. Gut. Dann haben wir das. Wir haben noch immer 26 offene Jobs und das ist, nachdem wir hier schon einen Teil der Minen-Work-Schicht eingestellt haben. Was im Nachhinein gesehen vielleicht ein bisschen schlecht war, weil uns geht auch ziemlich das Metall wieder aus. Wir wollen wieder einen Transport losschicken, um irgendwas zu habern. Wollen wir mal das alles. Gut. Okay, hier sind unsere ganzen Scannings. Passt, 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 passt. Gut. So, schauen wir mal, wie es jetzt dann in der Nacht ist, wenn wir hier alles haben. Shuttles bauen. Ich glaube, im Moment kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Hin und wieder gibt es die Fehlermeldung aus, dass wir ein bisschen ein Problem mit Shuttles haben, aber... Wirkt es nicht so riesig.
Passt, hier sind unsere ganzen Soybeans. Okay. Wie lange braucht unsere 8. Tech noch? Vermutlich noch 1 bis 2 Tage. Sollte eigentlich gehen. Passt, du bist unterwegs. Du holst mal auf jeden Fall genug Food. Ganz egal, wie viel wir hier brauchen. Mysterious Mirages. Ja, was ist jetzt eigentlich mit dem... Our scientists have concluded that the chance to become a dreamer is hereditary. Vererblich. Wie viele von euch kleinen Geschnirchteln sind denn Dreamer? Aha. Naja, das wirkt jetzt nicht nach vielen. Okay, Fleeting Reality. The next thing you know, you're Carl once again. But now I'm rereading the letter you got from your mother. Every letter of her, this emotional imprint, the dust storms and the drought have hit the clan badly. You're afraid that you won't be much of a help to your clan. From what you've witnessed so far, you know well that the authority is aware of the hardships the farming clans are facing, but denies the severity of the drought. Ach so, ja, weil alle Gedanken lesen können und hier sich mit Telepathie nur verständigen. These thoughts are forbidden. Okay. As he gives a speech before the Chamber of Labor. Gut, die wollen das also unter den Tisch kehren, dass unsere Welt langsam stirbt. You can see some people in a crowd who are clan representatives from neighboring farms. Almost the entire region is gathered here. You have to show them the truth. That the authority doesn't care about them, that they are alone. Maybe then it would make a change. A change. You jump out in front and telepathically project a message. Hey, wenn ich schon Telepathie habe, dann... Ah, you wake up abruptly with the feeling that something is wrong. You don't remember it that way. Okay. Also scheinbar hat der Original Karl es anders gemacht. Und deswegen passt jetzt hier unsere, RC-Dosa. Jede Menge Sachen mit RCs. Das finde ich immer gut. Deswegen passt hier scheinbar jetzt unsere, unser Traum nicht mehr zu dem, was tatsächlich passiert ist. Gut, kann man nicht wissen. Finde ich schwach. Gut, du bist auch bei 20% noch immer gefroren. Das heißt, hier kriegen wir mal nix. Okay, cool. Neues Breakthrough. Das nehme ich gerne. So, ja, aber zu der Sache mit den Kindern nochmal zurück. Wir haben jetzt scheinbar nach wie vor keine Kinder, die irgendwie Dreamer sind. Ich weiß nicht, wie viele Dreamer wir überhaupt insgesamt haben, aber... Passt. Aber scheinbar nicht genug, um jetzt irgendwie erbtechnisch einen großen Unterschied zu machen. Weil wir haben kaum Kinder, die Dreamer sind. Okay. Fette Payload an Food. Das ist sehr gut, wenn die hier alle gerade ankommen, einer nach dem anderen. Weil... Dann können wir euch auch gleich noch losschicken. Passt. Ja, jetzt langsam ist alles wieder ganz gut ausgefüllt. Ich mache hier auch wieder die zweite Arbeitsschicht auf, nur falls jemand das will. Dann wäre hier auch die Möglichkeit, diese ganzen neuen Anomalies anzugehen. Ich mache das mal für den Dozer und dann, sobald der Transporter sein Zeug abgeliefert hat, perfekt, machen wir auch gleich das mit dem Transporter für mehr Tech. Und noch eine Anomaly hinten dran. Okay, die haben wir hier. Warten wir mal kurz ab, was dieser Breakthrough ist. Wir müssen sicher gehen, dass wir hier genug haben. Ja, das schaut gut aus. Okay, okay, okay. Ah, Retirement Age and Death. Ja, das hatten wir letztens schon. Das ist ziemlich gut. Also behaupte ich mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Statistik dahinter ist. Aber es hört sich cool an. Es will doch immer niemand in diesem Diner arbeiten. Das ist ja schrecklich. Und eine Person ist homeless, obwohl wir mehr als genug Platz für sie haben. Also das muss ein ziemlicher Trottel sein. Aber schauen wir einfach mal. Breakthrough discovered. Drones move 40% faster. Cool. Wie teuer ist das? Ja, ist fast nix. Geil. Ja, das ist wirklich cool. Ich muss sagen, ich vermisse die
springenden Japan-Drohnen, die ich vorher hatte. Das macht echt einen ziemlichen Unterschied. Okay, dann, weil wir schon wieder auf gut über 40 Minuten sind, ich muss mich ein bisschen einbremsen in Zukunft wieder, ich wollte eigentlich nie so lange Videos machen, werden wir noch diese beiden Events hier abwarten. Oh, der RC-Transport fehlt dir. Naja, der RC-Transport ist ganz in der Nähe, Junge. Oh, nein, du musst noch Food abladen, deshalb. Ja, ja, das bitte mach auf jeden Fall noch. Okay, gleich noch ein Breakthrough. Jetzt kriegen wir endlich mal Breakthroughs. Wow, holy shit, okay. Was haben wir hier alles? Core Heat Convector. Puh, okay. Hanging Gardens. Gravity Engineering. Cool. Can construct unsere eigenen RCs. Cool. Creative Realities. Deep Scanning, das hatten wir schon vorher. Home Collective. Nice. Okay. Echt, Earthsick Colonists. Terraforming Subsidies, wir haben 100 Sponsor Research dafür bekommen. So bist du Earthsick, dir geht's super. Service Building was full, drinking had an unprepared meal. Wow, dir geht's wirklich scheiße. Du lebst in dem? Ach so, ja, weil da noch immer nicht die Leute... Ah, fuck. Wo arbeiten all diese Leute? Gibt mal einen Arbeitsstopp hier in diesem in dieser Machine Parts Factory. Marshall Festivals Nuclear Terraforming, okay. Passt, und hier gleich den nächsten Breakthrough. Okay, ja, es müssen jetzt hier mal Leute endlich anfangen, genau. Hier in diesen Dingern zu arbeiten. Weil eigentlich ist der Dome ja gar nicht schlecht. Ich werde euch noch zum Beispiel einen Stone Garden hier geben, damit ihr ein bisschen was habt, wo nämlich vor allem auch niemand gebraucht wird an Leuten. Wie geht's euch so ganz generell? 60, okay. 63. Oh, okay, der ist schon weg, der Typ. Na gut. Planetary Anomaly Analyzed für 3500. Eternal Fusion? Fusion Reactors Upgrade. Fusion no longer requires worker. Okay, cool. Passt, wir kriegen außerdem gleich unsere Riesenbatterien. Wir kriegen hier unendlich viel Terraforming, das alles viel zu groß und viel zu teuer und alles ist. Okay, und mein Explorer ist endlich mal fertig. Nachdem er jetzt echt viel zu erforschen hatte. Gut, kommen wir wieder nach Hause, dass ich dich nicht vergesse. Okay, passt. Ja, wir müssen ein Ende in diesem Video finden. Also, ich klatsche euch mal jede Menge Storage hier noch hin. Das passt, das passt, das passt. Gut, dann geben wir euch hier auch noch zwei Dinge. Passt, du bringst meinen Transport zurück. Gut. Okay, da hat uns einer verlassen. Gut, das ist kacke. Gut. Waste Rock Storage is full? Nein. Ja, ja, okay, okay, okay. Das passt schon. Gut. Okay, aber es sollte sich jetzt langsam wieder einpendeln. Wir sollten jetzt langsam genug Leute haben, um hier überall zu arbeiten. Diese Martian University zum Beispiel ist fast nicht mehr benutzt. Diese schon noch ordentlich, aber okay. Okay. Ich verstehe nicht ganz, wieso die Leute hier Stored Concrete. Achso, hier das Concrete Depot schon voll ist. Na dann kriegst halt noch eins. Okay, aber wir wollten eigentlich aufhören. Komm schon, Spiel. Let me do it. Spelling the end of an era. Okay.
Der letzte Founder ist tot. Wir haben unsere Riesenbatterien. Gut, alles schön. Es sagt mir nach wie vor, dass wir zu wenig Essen haben, aber wir produzieren an sich ausreichend. Ich sage hier auch mal Potatoes. Passt. Okay, und du bist noch immer frozen, also auch 21% sind nicht genug. Gut. Okay. Oh shit, wir können ein Gras produzieren. They don't require soil quality to grow, but do not spread on their own. Okay, hauen wir dich mal rein. Ich hoffe, du verteilst jetzt einfach beides, so wie ich mir das vorstelle. Das wäre sehr cool. Weil das Gras dann ja eben sich auch von selbst verbreiten sollte. Im Vergleich zu den Flechten. Okay, das wäre zum Beispiel schon mal sehr, sehr cool, wenn wir das hinkriegen würden. Okay, 50 Minuten ist es auf meinem Recording. Wir müssen aufhören. Gut, 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 gut. Wir sind an Tag 80 knapp. Wir haben ein bisschen ein Problem, dass wir zu wenig Dreamer haben, aber ansonsten schaut alles ganz gut aus. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.